Salut miteinander, heute gibt es mal etwas Neues. Und zwar geht es mit dem Velo um den Klöntaler See. Leider ist da Alex der Heli ein bisschen rumgeflogen, darum tönt es halt ein bisschen laut manchmal. Aber ich glaube nur am Anfang etwa so. Ich hoffe, der fliegt da nicht den ganzen Tag um. Ich wollte auch noch dahin irgendwo mit Drohnen rumfliegen. Natürlich den Helm vergessen, aber die Sonnenbrille ist dabei. Schlechtes Vorbild. Ich habe ein kleines Boot gefunden zum Drohnenfliegen. Übrigens fliegt der Heli hinter mir rum, also da hinten. Ist wegen dem Fliegen mit der Drohne halt kein Problem gewesen, ja. Irgendetwas klappert da oder liegt auf. Ich glaube Kette. Da vorne kommt die Baustelle. Mit Steinschlag gefahren, ja. Wenn wir schnell durch dort. Macht jetzt auch noch Spass irgendwie. So mit dem Velo. Ist man viel schneller. Ich glaube da kommt noch ein Lastwagen. Ups, ich glaube, da darf man gar nicht fahren. Nicht mal mit dem Velo. Entschuldigung. Da laufe ich ab da jetzt und schiebe das Velo vor mir her. Ja. Die besten Schuhe übrigens zum Laufen da. Nur Sandalen. Es ist schön kühl. Hier im Wald, im Schatten. Das ist eigentlich auch noch ein cooler Weg. Mit dem Velo stoßen. Aber wenn ich das gewusst hätte, wäre ich gleich zu uns gegangen. Dass man da nicht fahren darf. Vorher noch mit ein paar anderen Leuten geredet. Und die haben auch gemeint, es wäre ein bisschen gefährlich da zum Velo fahren. Das muss ich mir gut anschauen. Das muss ich mir einfach anschauen. So. Voll geil. Alter, ich komme vor irgendwie wie auf so einer Insel oder so, wie Lost. Alter. What the fuck? Wie soll ich das überhaupt filmen da? Passt gar nicht rein. Da muss ich unbedingt eine Luftaufnahme davon machen.
hat ein paar gute Aufnahmen gegeben. Und wie ihr hört, der Heli ist immer noch da. Also ja, geschafft. Es ist 12 Uhr Mittag. Jetzt kann ich das Video überschneiden. So transportiere ich das übrigens. So, ich melde mich nochmal von die Hei aus beim Videoschneiden. An dieser Stelle nochmal an jeden, der in den letzten 2-3 Wochen dazugekommen ist als Abonnent. Vielen, vielen Dank. Es freut mich mega und motiviert mich noch viel mehr, um noch mehr Videos zu machen. Vielen Dank an alle.